Freunde. Ihr kennt das sicherlich, ihr macht eine ganze Weile lang irgendwas, weil ihr davon überzeugt seid, weil ihr Bock drauf habt oder weil es einfach gemacht werden muss, weil ihr euch denkt, okay, das habe ich schon immer so gemacht, das gehört einfach irgendwie dazu. Die Tradition verlangt das von mir oder was auch immer. Man macht einfach irgendwas und hinterfragt eigentlich gar nicht, warum man das tut. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich selbst die Frage stellt, warum tue ich das eigentlich? Oder jemand von außen kommt auf dich zu und sagt, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, worauf du damit hinaus möchtest? Also was du damit irgendwie erreichen willst? Ah, Tinnitus. Okay, Gott sei Dank wieder weg. Also man tut Dinge einfach, weil man davon überzeugt ist, dass man sie machen muss. Oder weil man sich irgendwann in den Kopf gesetzt hat, dass das einfach so sein soll oder dass das dein eigener Weg ist. Warum auch immer. Die Gründe dafür sind ja mannigfaltig. Und so geht mir das irgendwie, beziehungsweise so ging mir das lange Zeit irgendwie auch mit YouTube und mit meinem Studium und überhaupt mit allem, was ich so getan habe. Ich bin studieren gegangen, weil ich mir gedacht habe, das ist das für mich irgendwie, das Lehramt, das wird's irgendwie und da hast du Lust drauf und du wirst mal Lehrer. Das habe ich nie wirklich hinterfragt. Irgendwann war das für mich klar und dann habe ich das einfach gemacht. Ne? Und genauso mit YouTube. Ich habe einfach mit YouTube angefangen, weil ich Bock drauf hatte und habe nie ein Ziel damit verfolgt und habe mir nie gesagt, okay, du machst jetzt YouTube und irgendwann wirst du davon leben können oder irgendwann macht dich das zum Bundeskanzler, keine Ahnung, ne? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und irgendwann kam dann jetzt, ich weiß auch gar nicht, was der Stein des Anstoßes war. Ich saß dann so da und plötzlich fragte ich mich, wohin von hier aus? Was kann ich damit erreichen? Was will ich damit erreichen? Und mal ganz unter uns gefragt, wie soll denn mein Leben eigentlich aussehen? Ich habe mir diese Frage ernsthaft eigentlich nie gestellt. Nur so grundsätzlich, wenn man sich so überlegt hat, okay, welchen Job will ich machen oder so. Aber so grundsätzlich, was ist eigentlich mein Ziel? Wo möchte ich eigentlich hin? Diese Frage habe ich mir nie gestellt. Und plötzlich war da dieser Moment, wo es mir so ganz klar von die Schuppen von den Augen fielen irgendwie. Und plötzlich war dann diese Frage und stand im Raum so, bam, was willst du mit deinem Leben machen? Und da war ich erstmal ratlos und habe überlegt, ja, okay, in welcher Situation bin ich denn jetzt eigentlich? Wozu kann das führen? Warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich 2 YouTube-Channels? Warum habe ich dieses Label gegründet? Wo will ich eigentlich hin mit dem ganzen Zeug, was ich mir die letzten Jahre so aufgebaut habe? Und dann ist mir eins klar geworden, mein Ziel im Leben ist mir irgendwie klar geworden und auch in diesem Moment ist mir auch klar geworden, dass ich meinen Blick auf das Leben und das Arbeiten auch in den letzten Jahren verändert habe. Ob das jetzt damit zusammenhing, dass ich eben automatisch in diese Richtung gerutscht bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es Fakt, dass es anders ist als damals, als ich mit dem Studium angefangen habe. Und mein Ziel im Leben, das, was ich tun will, also unabhängig von einem Arbeitgeber in dem Sinne, mal abgesehen jetzt von YouTube oder irgendwie sowas, zu arbeiten, und das ist mein Traum und das ist das, wo ich irgendwann hin möchte, unabhängig von meinem Ort arbeiten, dass ich einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt zum Beispiel, nächste Woche halte ich ein Seminar in Toronto oder so. Also ich bin jetzt einfach mal dort unterwegs, dann machen wir Filmaufnahmen in New York oder in Paris. Und währenddessen schreibe ich ein Buch oder währenddessen kann ich alles genau überprüfen, was bei meinem Label läuft und kann da die Arbeit planen. Das unabhängig vom Ort und von der Zeit sein, dass ich selbst bestimmen, dass das entscheiden, wann was zu tun ist. Das ist, glaube ich, das ist für mich so das, wo ich jetzt an der Stelle jetzt sitze und sage, das ist das, was ich möchte. Das ist das, was mich fasziniert und wovon ich denke, dass es den größten Wert hat auch für einen. Ja, also dass diese individuelle Freiheit, hochala, jetzt bin ich hier dran gestoßen, dass diese individuelle Freiheit irgendwie ein Lebenskomfort erlauben kann, der großartig sein kann. Dass man einfach sagen kann, all die Energie, die Zeit, die Arbeit, die ich in das investiere, was mich voranbringt, die kann ich selbst entscheiden. Ich tue etwas und sehe sofort, welchen Benefit das hat. Und wenn ich mich abrackere, dann weiß ich ganz genau, ich tue das für meine eigenen Projekte. Und
ich glaube, das ist das, was mich auch so ein bisschen antreibt. Diese Möglichkeit, jetzt an einer Stelle zu stehen und zu sagen, ich tue etwas. Und dadurch, dass ich das tue, dadurch, dass ich selbstständig für mich hier bin und arbeite, dadurch kann ich mich selbst voranbringen und nicht etwa eine Firma voranbringen, sondern mich einfach auf der einen Seite intellektuell, dass ich neue Dinge erfahre, mich in der Welt umsehen kann und auf der anderen Seite eben, dass ich auch meine Projekte finanziell voranbringen kann. Und das ist das, was so faszinierend ist. Man hat die Möglichkeit, seine eigenen Geschicke zu lenken. Und ich habe einen unglaublichen Graus davor, irgendwo in eine Anstellung zu fallen. Also sagen wir jetzt, ich werde Lehrer und werde verbeamtet. Ich habe unglaublich Angst davor, dass ich nach 5 Jahren mir denke, dein Leben ist vorbei. Wo willst du jetzt noch hin? Du sitzt jetzt bis zum Ende deines Lebens da drin fest. Und davor habe ich gerade momentan irgendwie Angst. Und irgendwie, ja, irgendwie ist das mein Lebensziel, dieses irgendwann an der Stelle zu stehen, dass man sagen kann, ich kann jetzt von überall auf der Welt das tun, was ich will. Ich kann reisen, ich kann irgendwo aus dem Outback ein Video drehen und hochladen, nebenbei noch meine ganzen Kontodaten überprüfen und bin völlig unabhängig von dem Ort, weil ich bin so fasziniert von der Welt und von dem, was es dort zu sehen gibt. Deswegen studiere ich ja auch Geografie. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich da überhaupt reingeraten bin, dass ich einfach, ich möchte reisen und ich möchte die Welt sehen und das nicht einfach so im Sinne von, ich gehe mal irgendwo backpacken und lass mir das alles von meinen Eltern bezahlen und wenn ich zurückkomme, muss ich dann aber in die Wirklichkeit und kann das nicht mehr, weil ich bemerkt habe, oh, so sieht Freiheit aus. Nein, lieber andersrum gedacht, ich versuche, so wie ich das jetzt gemacht habe, ich versuche einfach was aufzubauen und daraus dann quasi einen Anlauf mir auszubauen, mit dem ich dann abheben kann irgendwie und dann wirklich frei bin, die Welt zu sehen. Ja, das wär toll. Das ist so mein Lebenstraum, einfach zu sagen, heute bin ich da, heute bin ich dort und es geht trotzdem alles seinen geregelten Gang. Einfach unabhängig und frei sein. Okay, das klingt jetzt vielleicht sehr kitschig oder sehr romantisch, aber das ist das, was ich unter Erfolg verstehe oder unter Freiheit verstehe. Dass man ungebunden ist vom Ort und von der Zeit und trotz dessen sein Einkommen hat. Ne? Das ist für mich Freiheit. Und das ist irgendwo so ein bisschen gerade so mein Ziel, mein Traum. Ja, es gibt viele YouTuber zum Beispiel auch, die sich den Traum schon längst erfüllt haben, die überall auf der Welt leben können, überall herumfliegen, das ganze Jahr nur im Urlaub sind. Ja, man muss sich ja nur Bibi anschauen, die sind ja eigentlich nur im Urlaub und das Beste ist, die Urlaube werden ja auch noch gesponsert und dafür gibt es dann auch noch Kohle und da will ich ja gar nicht hin. Ich will mir das ja nicht bezahlen lassen oder als Teil von Werbeaktionen. Ich will mir das selbst erarbeiten. Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Nächstes Jahr passiert da was, hoffentlich, wenn das alles so funktioniert, wie ich das geplant habe. Und das wird damit auch zusammenhängen. Und dann werdet ihr sehen, wie meine Vision vielleicht so ein bisschen in Erfüllung geht. Aber darauf arbeite ich jetzt hin und ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Was sind denn eure Lebensziele? Was sind denn eure Träume, die ihr euch erfüllen wollt? Wo wollt ihr hin in eurem Leben? Ja? Also jetzt mal so ganz pathetisch gesprochen. Ich weiß, es ist jetzt hier alles wieder sehr, sehr pathetisch gewesen und sehr... sehr naiv vielleicht auch und mit einem jugendlichen Eifer. Ich weiß, ich bin da manchmal sehr euphorisch und überschwänglich, aber ich glaube, das ist die Gabe der Jugend und ich bin ja eigentlich an sich schon ein pessimistischer Mensch. Und dieser kleine Funken Hoffnung, der muss mir noch bleiben. Ja, schreibt es mal dort unten in die Kommentare, was denn so eure Lebensziele sind und eure Träume und wo es für euch denn hingehen soll in eurem Leben. Das würde mich also wirklich interessieren. Ja, also das ist jetzt nicht so daher gesagt von wegen, ach hier komm, mach mal ein bisschen Traffic da unten. Das interessiert mich wirklich und ich hoffe, ihr merkt auch, dass ich auch mit euch kommuniziere in den Kommentaren. So, wir sehen uns dann im nächsten Video. Weiß noch nicht, wann das kommt. Ich weiß auch noch nicht, worum es geht. Ha, lasst euch überraschen. Was ich noch sagen wollte, ich will es versuchen. Das habe ich jetzt im Video heute auf meinem Hauptchannel gesagt. Ich will es versuchen, vielleicht im Dezember jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich weiß, es wird wieder nicht funktionieren, aber ich werde richtig viel hochladen, weil ich mir gesagt habe, hey, ich habe so eine ganze Menge Ideen, die ich dieses Jahr nicht in Videos verpackt habe, weil ich mir gedacht habe, ah, das guckt sowieso keiner oder ah, es funktioniert so nicht in meinem Channel-Konzept, das bringe ich jetzt alles im Dezember. Da habe ich richtig Lust drauf. So, ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf und ich hoffe, wir schreiben uns da unten in die Kommentare. Bis dann, tschüssikowski, meine lieben Freunde und habt noch einen schönen Tag.